Hallo liebe Leute, da sind wir wieder und heute mache ich wieder eine Kooperation mit der Yvonne von Experimente in meiner Küche. Die kennt ihr inzwischen von meinem YouTube-Kanal hier, weil ich habe schon einige leckere Rezepte von ihr nachgemacht. Ich verlinke euch mal ein paar in der Infobox. Und ja, ich habe mir gedacht, heute machen wir mal ein Dessert und zwar machen wir heute gegrillte Ananas mit einem richtig leckeren Raffaello-Quark und das könnt ihr wunderbar zum Beispiel im Sommer machen, wenn die Grillsaison ist oder im Winter mit einem Kontaktgrill. Oder in der Pfanne, das geht auf jeden Fall auch. Und ja, ich habe mir gedacht, zeige ich heute eine wunderbare Version davon. Und ich denke mal, wir starten jetzt. Für die Creme starten wir mit Quark. Und zwar nehme ich ganz normalen Speisequark. Der hat jetzt hier normalen Fettgehalt von 40%. Und den geben wir einmal in unsere kleine Schüssel rein. Dazu kommt dann Naturjoghurt. Und zwar brauchen wir hier von 150 Gramm Naturjoghurt. Die geben wir auch noch hier rein, das gibt dann also eine schöne Cremigkeit. Haben wir das? Dann brauchen wir noch unser selbstgemachtes Vanilleextrakt ohne Alkohol, ohne Zucker. Das ist eine gesunde Variante und das Rezept linke ich in meine Infobox. Das findet ihr einmal auf YouTube und einmal auf Chefkoch. Bei Chefkoch einmal unter meinem Profilnamen suchen, dann kommt ihr auf dieses wunderbare Rezept. Davon geben wir einen ganzen Esslöffel rein und da seht ihr jetzt gleich, oder ihr seht jetzt hier, wie viel Punkte von der Vanille, die wir hier drin haben, und die Vanille zieht das alles wirklich durch. Je länger es stehen lässt, umso aromatischer wird es und ich kann euch das nur empfehlen. Das alles einmal glatt rühren und dann können wir schon mal unsere Raffaello, die ich hier habe, zerstoßen und dann dazugeben. So, wir brauchen hier ungefähr 10 Raffaello. 6, 8, 10. 10 werden erstmal reichen. Wenn ihr natürlich ein bisschen süßer haben wollt, könnt ihr natürlich gerne noch was mehr dazugeben. Aber ich denke mal, 10 werden reichen. Alles hier einmal glatt rühren. Und dann die Raffaello auspacken. Die ganzen Kokosraspeln, die in der Fülle drin sind, könnt ihr alle schon mal reinkippen. Da verschwendet ihr natürlich nichts. So, und dann werden diese einmal angedrückt und dann nochmal durchgehackt. So, und dann kratzt er hier alles vom Messer runter und geht das dann zum Quark und dann wird es auch eingerührt, untergerührt. So, und dann könnt ihr gerne mal probieren. Sollte eigentlich schon perfekt sein. Nun, eine Ananas köpfen. Das hebe ich als Deko gleich auf. Und dann einmal unten auch den Boden abschneiden. Die Schale runter. So, und so ein bisschen zuschneiden, dass ihr nicht so viele von den schwarzen Punkten habt. Und dann werden wir jetzt gleich alles einmal in ungefähr 2 cm dicke Scheiben schneiden. Werden wir es hier zuschneiden, könnt ihr schon mal eine Pfanne, einen Kontaktgrill, oder wenn ihr halt das vorbereitet, dann braucht ihr keinen Herd vorheizen, beziehungsweise keinen Grill vorheizen, der wird ihr dann schon laufen. Ich würde dann wahrscheinlich eher so einen extra Grill rausnehmen, weil da, wo die Würstchen drauf waren, würde ich die jetzt nicht unbedingt drauflegen. Daher habt ihr einen Wurstgeschmack da an der Ananas und das ist nicht so geil. Das hier ist dann halt jetzt zugeschnitten und dann nehmt ihr euch einen Ring. Jetzt fragt euch, wo soll ich einen Ring herkriegen? Ganz einfach, aus den Weihnachtskeksausstechern. Da sind ja immer so verschiedene Formen drin und dann habt ihr auch halt einen Ring. Und hier gebe ich halt vor, ich drücke das hier rein, weil ich in der Mitte den Strunk rausschneiden will. Warum? Der Strunk ist hart. Wenn ihr sowas nicht habt, dann lasst das natürlich drin, geht natürlich auch. Aber dann sagt ihr den Gästen bitte, die sollen den Strunk nicht mitessen, weil der ziemlich hart ist. So, ich habe jetzt die Ananas schon mal in 3 Scheiben auf meinem Kontaktgrill gegeben. Wie gesagt, ihr könnt es auch in der Pfanne machen und die werde ich jetzt hier einmal ungefähr 3 Minuten, vielleicht ein Ticken länger, genaue Mengenangaben schreibe ich wie immer ins Rezept, einmal anbraten. So, und dann geben wir hier einmal so eine Ananas drauf und ihr könnt wirklich gerne nochmal was Vanillezucker oben drüber streuseln und ihr seht einfach, was für schöne Grillen, also diese Barmarks hier sind. Und dann nehmt ihr euch einen Esslöffel oder am besten 2 und gebt dann etwas von der Creme schön in die Mitte. So, und dann denke ich mal, können wir noch irgendwie ein Raffaello dazulegen. Damit jeder auch weiß, was da drin ist. Oder obendrauf, mal schauen, ausgepackt wird es auch ganz gut aussehen. Und vielleicht noch irgendwie, wenn ihr im Sommer habt, nämlich Sommerfrüchte. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren würden perfekt passen.
Und dann ist das Rezept fertig. Und das war's dann auch schon wieder. Ihr habt gesehen, dieses Rezept ist wunderbar einfach nachzumachen. Wenn ihr es mal nachgemacht habt, schreibt es in die Kommentare, schreibt mir euer Lieblingsdessert in die Kommentare, schickt mir eure Fotos wie immer unter dem Hashtag natürlich lecker auf Instagram und dann bin ich hier raus und sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.